Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Deutschen Donnerstag. Heute spiele ich zum vierten Mal Among Us mit Membern von meiner Website badebybartel.com. Warum zum vierten Mal? Wir haben das erste Mal gespielt, ich habe alles aufgenommen und die Audiodatei hat nicht funktioniert. Ich hoffe, dass es heute besser wird. Wir werden sehen. Also, viertes Mal Among Us mit Membern. Los geht's. Da muss ich jetzt unten... Warte mal. Lower Engine. Aha! D3 ist schon eliminiert worden. Direkt den ersten gefunden. Wer hat den gefunden? Ja, ich, Lukas. Lukas. Ich habe ihn gefunden. Ja. Liegt unten vor Communications. Liegt da unten draußen am Gang. Wer war okay. Dort? Ich war in Navigation, habe da die Route eingestellt und bin dann direkt runter in Gang rein und da lag er dann schon. Okay, also passt. Bananenkrieger, los geht's. So, also oben mit mir, umme Electrical, da weiß ich nämlich ganz genau, da ist der Kabelsalat. Ja, den werde ich jetzt schön fertig machen. Da, zack, zack, so, jetzt werden wir da warten. Taktisch spielen, meine Freunde, taktisch spielen. Was macht er da drinnen? Kann man da überhaupt was machen? Was muss ich da machen? Ah, das war's. Gut. Hopp! Hoppa! Hoppa! Oxygen! Wir sterben! Wer hat da zugemacht? Ha! Da! Ich habe ihn gefunden! Wie reporte ich das? Aha! Dann schieß mal los! Da ist was passiert. Wer weiß, wo die Leiche gefunden worden ist? Du! Was? Ja, du! Jetzt kommt's mal erst. Wenn ich die Leiche gefunden habe, dann kann ich kein Imposter sein, oder? Doch. Nein. Doch. Man kann auch ganz selbst sagen, ich habe die Leiche gefunden. Ah, taktisch, okay. Der Imposter hat die Tür dazu gemacht, weil ich war komplett verwirrt, weil man dachte, warum ist dazu? Also liegt da die Leiche drin, oder? In Electrical. Wer hat gerade gefragt, wo die Leiche, ob da die Leiche drin liegt? Nils. Verdächtig. Ich hätte... Richtung Electrical und da war auch der Johannes und der Luki ist mir dort irgendwo entgegengekommen, weil ich mir gedacht habe, da ist die Zipfelmütze. Er auch mit dem Johannes. Navigation. Das okay. Kann ich bezeugen. Ich skip mal. Das muss ich machen. Weapons. Download. Ja. Kein Problem. Mache ich ganz locker flockig. Da Ecke pieken ist ganz wichtig. Da seht ihr. Das ist gut für Call of Duty. Da seht ihr. Ecke pieken. Da siehst du genau. Oh, da wird es immer weniger. Und jetzt müssen wir Gas geben. Schnell. Wenn es mir jetzt zerreißt, Jungs. Ha! Ah, okay. Luki, was ist deine Verteidigung? Ich bin überhaupt nicht da. Ich bin in Upper Engine gerade eben runter. In Richtung Lower Engine, um das Licht zu fixen. Ich bin überhaupt blau ist gerade durch mich durchgelaufen und ich glaube, du bist blau. Ja, blau ist Luki. Das kann nicht sein. Richtig. Also, das kann aber nicht sein. Welche Task wolltest du denn gerade machen? Ich bin gerade eben in Richtung Reactor und da muss ich, glaube ich, am Reactor so Zahlen eintippen. Ah, Loki, geh direkt. Ich hab gewotet. So locker Flocke geht das. Loki, Mr. Dude. Okay, aber wir müssen alle noch das Game üben. Okay, ich geb's zu. Raus! Jetzt wird's interessant. Okay, pass auf. Tasks completed. Wir müssen jetzt echt Gas geben. Weiß nicht, was der Cribby und die Natalie. Natalie, Cribby vielleicht schon wieder. Jetzt schon wieder los. Cribby. Warte, wenn jetzt da die Natalie tot ist. Was ist das? Disabled. Ribby, du kleine Sau, du. Ha! Was ist passiert? Ich war auch links. Ich bin direkt links gelaufen, hab da Upper Engine und Lower Engine die Rakete da gefixt und bin dann direkt zu Comms gelaufen. Irrelevant, du kannst beide in beide Reihenfolge. Ja, schau. Ich kam von oben. Ich hab den oben zuerst gemacht, bin dann nach unten gegangen. Also ein Imposter kann da reingehen und kann sagen, ihr seht's nix. Ja, da muss aber nicht da sein. Nee, das kann auch steuern. Genau. Okay. Für mich ist Nils sehr suspicious. Er hat am Anfang der Runde Grund? Schon gesagt. Ja, lass mich da ausreden. Aus dem einfachen Grund, dass er am Anfang der Runde gesagt hat, er war gerade auf dem Weg Engine fixen und als ich dann wieder zum Reaktor wollte, kann ich jetzt reden oder? Da geht's schon los, da wird schon immer dumm. Da geht's schon die Energie, ich spür's schon. Absoluter Bullshit, wirklich. Das weiß ich leider nicht. Das kann ich leider nicht fixen. Was muss ich da machen? Das verstehe ich auch nicht. Das raufgehen? Was ist los? Du hast bestimmt gedrückt, weil du dich auch gewundert hast, warum irgendjemand gerade mit Absicht die Regler am Electrical die ganze Zeit umgedrückt hat. Das passiert hin und wieder. Waren alle bei den Leitstängen und versuchen es zu fixen, dann dauert das viel zu lang. Ach, du hast auch in der allerersten Runde schon gesagt, dass du jetzt die Dings fixen solltest und ich war auf dem Weg zu Reaktor, da bist du da hin abgebogen. In der ersten Runde? Was war bitte in der ersten Runde? Nils, auf Wiederschauen!
Ich hab, ja, warte mal jetzt. Nein, das war jetzt die erste Runde. Wir werden es halt sehen. Ich skippe. Ja, also ja, ja. Spätestens nächste Runde müssen wir. Ja, ja, keine Ahnung. So. Also, keine Ahnung, was ihr da wird. Da muss Creepy sein oder so, keine Ahnung. Ja. Ich war's, aber ich hab das nie gesagt. Ich hab wirklich hast du das wirklich? Gemacht, du hast am gesagt, Anfang oder? Der Runde gesagt, dass ja, du dahin wolltest. Und meine dann hast Freunde! Wie nein, hab ich nicht. Gut. Ey, hab ich nie gesagt. Übelste Detective-Runde. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hab ich ja, nie gesagt. Gemacht. Wichtiger so. Emergency nochmal. Ah! Dead body reported. Hey, wer war da jetzt gerade mit mir? Sorry, ich geb's zu, ich hab nicht mal die Leiche gesehen, ich hab nur einen Report-Button gesehen, weil Licht aus war, hab sofort drauf gebellt. In Electrical, im vorderen oder im mittleren Teil? Vorne, im vorderen Teil stehe ich steh noch in der Tür quasi, stehe ich drin. Ich würde mal ganz gerne wissen, wie Creepy gelaufen ist gerade die Runde. Ja, wo war das denn der Creepinator? Also, ich bin den D3 über den Weg gelaufen. Wir waren oben in da, wo man die Asteroiden abschießen kann. Und da habe ich den Upload gemacht und bin dann von da runtergelaufen. Dann kam ja, glaube ich, ein Oxygen-Alarm. Ja, habe ich also, würde ich mich hier, wir müssen voten, weil sonst ist eh ja. Bald vorbei. Ja. Ich würde mich tatsächlich auf meine Intuition aus der ersten Runde verlassen und blau voten, weil ich glaube, nein, blau. Nein. Nicht wirklich. Ich report doch nicht, ich report doch nein, nicht. Nein, ich glaube, jetzt blau ist. Safe Report hintereinander. Ja, die drei und Curry haben beide Lucky geworden, jetzt sind die beiden Posten. Ja, genau, ja, würde ich sagen. Jetzt will ich nur wissen, wo der D3 ist. Pass auf. Oh, wir gehen jetzt in den Admin-Bereich. Wo ist denn das? Da ist das Krankenhaus. Wieder Reaktor-Meltdown, Alter. Jetzt muss ich da wieder rüberlaufen. Die Leiche, ich sag euch gleich, wo die Leiche liegt. Ich würde erstmal gerne wissen, wo ihr seid. Wer hat die Leiche gefunden? Der D3. Braun. Und ich würde gerne, ich würde gerne vom Braun wissen, wo die Leiche liegt, weil ich war nämlich gerade mit dem Johannes unterwegs, als reported wurde. Johannes ist mir von Cafeteria bis Upper Engine. Wir sind die ganze Zeit zusammengelaufen. Also ich würde gerne wissen, wo die Leiche liegt jetzt. Die Leiche liegt direkt Eingang Admin. Also würde der Laufweg sich passen, wenn er sagt, er war die ganze Zeit bei dir, wenn du ihn mal kurz aus den Augen verloren hast. D3, ich habe mich entschieden. Wiederschauen. Jo, danke. Ich auch, D3. Merci. Ja, Luki hast gut gemacht. Perfekt. Gut gespielt. Ihr auch. Nicht schlecht. Das in Electrical war halt sehr fies, ja. Das hätte nach vorn und nach hinten losgehen können. Was? Die Sophie? Imagine if you cannot be called during crisis. Oh, shit. Die Sophie ist es! Mach ein Crisis. Na, die Sophie wird mich jetzt töten. Ich bin tot. Ah, die Sophie war's. Knappes die Ding. Sophie war's. Sehr gut gemacht, Sophie. Alter, ja, okay, aber boah, ich hab noch den Emergency Call blockiert. Safe Call, ihr habt da so drauf gegeiert auf den Emergency Call. Ja, und dann hab ich den Reaktor angemacht. Meine Freunde, das war das erste Among Us, das aufgenommen worden ist. Mit Membern only von der Website bodybybattle.com. Meine kompletten Blogs und Videos werden jetzt komplett gratis bleiben auf der Website. Schaut's vorbei, wenn ihr Member werden wollt. Es gibt extra Perks. Ihr kriegt 20% im Shop. Es gibt einen privaten Discord-Server, wo wir jetzt gerade drin waren. Wir machen Giveaways und vieles mehr. Schaut's vorbei, becomes a member, supportet die Website. Danke fürs Einschalten. Ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Es ärgert mich, dass ich da jetzt verloren habe.